Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Draw One Part. Der Depp, Leute. Ja, wir spielen heute eine Runde Draw One Part und ich hoffe, ihr habt Bock. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Schallert mal ein Abo raus und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ich wünsche euch viel Spaß. Rein ins Video. Und wir gucken uns den Schneemann mal an. Also wir sollen jetzt irgendwie was dazu zeichnen und ich weiß noch nicht so recht, was dem Schneemann fehlt, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht hier so ein paar Hände mäßig so? Nee, das kann ja auf jeden Fall nicht sein. Es fehlt ihm ein so ein Ding hier, ne? Hallo? Genau, so ein Ding ist das. Wir sind auf jeden Fall gut drin und hier haben wir das Eis am Stiel. Kein Problem, ich hätte jetzt richtig Bock auf ein Eis, ne? In letzter Zeit ist es ja auch wieder ultra warm. Oh, das Riesenrad, da fehlt noch so ein kleiner Waggon. Das ist bisher auch alles... hier haben wir, glaube ich, so ein bisschen mäßig so Schuhwasser. Ja, genau. Also, Draw One Part ist das einzige Spiel, wo ich mal wie ein Penner und das aussieht wie Picasso. Ich sag nix. Nice. Riech mich schon wieder auf. Wir haben hier einen Regenschirm mit einem blöden Griff. Nee, ne? Hier haben wir ein Labyrinth und ein Schweinchen mit einem goldenen Apfel. Und es sieht wohl so aus, als müssten wir das Schweinchen so ein bisschen durchs Labyrinth bewegen. Machen wir auch. Und let's go. Schweinchen Dick hat seine Äpfel bekommen. Aha, was ist das? Das ist keine Ananas, oder? In der letzten Delete One Part Folge, die ich aufgenommen habe, da war eine Ananaspizza. Ich hab keinen Bock mehr. Ich sag euch, wie es ist. 12 Sekunden später. Oh, wir haben einen Goldfisch ohne Glas. Digga, alles cool. Wasser ist da. Let's go. Ich bin fliegi-miki unterwegs und wir haben hier so einen kleinen Sonnenschirm, der hier so... Ja. Das war so der Sonnenschirm auf Wish bestellt gezeichnet. An sich eine coole Aussicht. Hätte voll Bock auf so einen Strand. Aber ehrlich, Leute, ich würde auch einfach mal wieder gerne was in meinem Leben machen. Nach draußen gehen oder so. Also wisst ihr, wie ich meine, ohne Corona. Ei! Jos Mios. Ich muss wohl einmal die Vergrößerungsbrille aufsetzen, um mir dieses Ding hier anzuschauen. Baby. Ich meine, besser so als nie, oder? Level 146, wir haben hier einen Heißluftballon, so wie es aussieht und ich mach den mal so, das war original gezeichnet, ihr habt's gesehen, ne? Also 1:1 übereingestimmt. Im nächsten Level sollen wir eine Trittleiter malen. Naja, also sowas hier, so eine Stufe mäßig, oder? Ja, die war eigentlich entspannt. Ich bin heute gut drauf und ich sehe, dass hier schon die Schaukel so ein bisschen fehlt. Von daher auch das Ding ist erstmal okay. Die recyceln halt so ein bisschen die Bilder, ne? Das heißt also, es kommen immer so die Bilder aus der letzten Folge, aber die sind dann halt manchmal anders. Ist ein bisschen bequem von den Entwicklern, wie ich finde. Sollten die schon ein bisschen anders machen. Und hier haben wir die Lampe nochmal nachgezeichnet. Was ist das denn eigentlich? Ist das ein Pokéball? Auf Wish? Keine Ahnung, was das ist. Weiß das einer von euch? Schreibt es mal in die Kommentare, Leute, wenn ihr wisst, was das für ein Aal ist, ne? Level 150! Und das Ding hier sieht so aus, als würde es eine Nuss halten. Ja, also... Ich wollte doch eine Nuss zeichnen. Ich hab in Kunst eine 4-. Aha, Level 151. Sieht aus wie ein Bienennest. Machen wir mal so. Ja, ist okay. Bienennest gemalt, ganz locker. Hier haben wir ein Vogelhäuschen, da fehlt ein Loch. Und was ist er denn für einer? Ja, moin, Manfred, bist du's eigentlich? Alles klar, ey. Oh, das sieht aus wie ein Handschuh. Warum dachte ich, das wäre gerade eine Frau? Es ist was Rotes im Bild. Ich sehe nackte Haut. Ich denke, es ist eine Frau. Level 154, es ist Albert Einstein mit seiner Friese, die ihm fehlt. Und die haben wir ihn kurz raufgemalt. Spring ins nächste Level, hier ist der Eisberg und ich mache ihn groß. Da hab ich aber durchgehasselt. Habt ihr es gesehen? Und die nehmen extra nochmal Vollgas rein, ne? So kennt man ihn. Oh, die Brille hat nicht genügend Brillengläser. Wollte ich auch so eine coole Brille, oder? Was meint ihr? YouTuber-Lifestyle, Digga. Es geht. Aha, Schaf ohne Fell. Finde ich nicht so gut. Machen wir direkt mal drauf. Gleich ins nächste Level und der Wolf ist hier am Cryen.
Okay, das hat sich hier angehört. Ich weiß nicht, wie es sich angehört hat. Lassen wir das, okay? Wir müssen aber Vollmond machen. Wir müssen Vollmond machen. Genau. Guck. Ich mach nochmal nach. Schnitt! Level 159 und der Vampir hat Bock auf Blut. Ich hätte auch Bock auf Blut. Blut Orange. Voll der Scheißwitz. Level 160. Und das Einhorn. Oh nein. Naja, das Pferd. Sagen wir, das Pferd ist traurig. Warum? Mach die Träne weg. Aua, mein Auge tut weh. Ja. Das ist die Frage, ne? Was ist da jetzt los? Was soll man hier denn jetzt malen, Leute? Was fehlt denn jetzt bei diesem Pferd? Obviously, ich habe keinen Plan. Oh mein Gott, Leute, ich habe mir einen Tipp geholt und es ist tatsächlich ein Einhorn gewesen, ne? Ich hätte es wissen müssen. Der Eiffelturm! Perfekt gemalt, in einem Wisch! Strichmann Eiffelturm. Ich habe nicht gerade gesagt Eiffelturm, oder? Schnitt. Level 162, die Kerze ist am Brennen und der Vampir meldet sich zum Dienst, Blutorange. Level 163 und irgendwie fehlen hier so ein bisschen die Segel-Dingsies und so. Ey, ich habe keine Ahnung mehr, wie das ging. Ich habe echt gar keinen Plan mehr, wie das nochmal ging. Wir müssen ja hier irgendwie so mäßig dieses Segel so dran bringen. Wisst ihr, wie ich meine? Aber irgendwie klappt das auch wiederum nicht. Ich habe jetzt keinen Dunst, was wir da malen sollen. Vielleicht sollen wir einfach... Wisst ihr, wie ich meine? Eine Ewigkeit später. Hallo? Mann, Alter! Geh mir doch nicht auf den Sack jetzt! Guck mal, dieses Spiel, es hat es auf mich abgesehen. Ich weiß genau, es will mich holen. Dieses Spiel will mir eine reinhauen ins Gesicht. So doll macht mich das wütend. Ja. Also, wie man sieht, ich musste das Segel hier nochmal nachziehen. Na gut, lassen wir das. Oh, der Zug will durch einen Tunnel fahren, habe ich direkt gesehen. Der Eishockeyspieler hat in diesem Fall keinen Puck, oder? Der Puck ist doch irgendwo, stimmt's? Also wir haben hier den Handschuh, die Gesichtsmaske, es ist alles erstmal gut. Vielleicht sollen wir hier irgendwo den Puck malen. Da ist... Was? Ah, das Tor fehlt. Ah, das Tor fehlt, Leute. Hallo? Das Tor fehlt! Junge, wie groß soll das Tor denn sein? Er verarscht mich doch, oder? Dass er da das Tor nicht genommen hat! Es reicht irgendwann, Leute! Guck mal! Das Spiel ist doch dazu gemacht, dich zu verarschen! Hier ist ein kaputter Zahn, ey! Mach den mal wieder ganz, Leute! Guck mal hier! Naja, so eine Zähne habe ich jetzt nicht, aber... Oh, ist es eigentlich der Rasierer? Der hat hier anscheinend... Was hat er da in der Hand? Ach, die Duschbrause. Ah, alles cool, Junge, ist das wirklich. Also ich meine, der Typ mit dem Bart und so, Digga. Oh, schnell malen. Pferd kann rüberspringen und die hat auch gar keinen Bock mehr. Die haben mir das Flugzeug mit dem Doppeldecker und hier fehlt irgendwie so dieser Propeller-Dingsi, ne? Ja, das habe ich gleich gesehen. Level 170 und wir sind schon bei einem Schmetterlingsi und da müssen wir jetzt natürlich mal gucken, wie wir mit diesem... Ah, da fehlt noch ein Flügel. Jetzt sieht das Ding sogar echt nicht schlecht aus. Oh, der Schnuller. Das habe ich ja auch gleich gesehen. Ich schwöre es euch, ich haste hier sowas von durch. Das wird so nice. Wer ist das hier eigentlich? Wir müssen ihm mal so seine Gitarre wieder malen. Ist das überhaupt eine Gitarre? Ich habe echt keine Ahnung von dem Müll. Sag mal, was ist denn da mit dem gerade passiert? Es sieht so aus, als hätte der gerade woanders rumgespielt und nur nicht an dieser Gitarre da. Oh, der Kürbiswagen. Wir haben hier oben den Kürbis und wir müssen hier, glaube ich, nochmal so eine Tür einmachen, oder? Hier ein bisschen kleiner sein. Hallo? Ey! Jetzt mach mal da... Sag mal! Ah, hier fehlt das Rad. Level 174 und wir haben eine Kuh. Da fehlt ein Horn. Und sie macht Mu. Da fehlt ein Horn. Hallo, da fehlt ein Horn! Das ist das, was ich... Oh, ich bin zu wütend, Alter!
Ich kann nicht anders malen, weil die Maus so ist. So, es fehlt nicht mehr viel. 7000 Euro PC steht hier. Gleich nicht mehr. Ich musste den Euter nachzeichnen. Okay, letztes Level und... Oh, komm! Nein. Nein, es fehlt ein Auge. Es fehlt ein Schneckenauge. Ich sag nichts mehr. Ihr seht's, ne? Was der da manchmal nimmt. Ich mal einen Regenschirm nach rechts rum. Das Ding zeigt's mir links. Ich mal hier ein Auge hin. Ach komm. Das war's mit einer weiteren Folge von Draw One Part. Und bevor ich hier komplett ausraste und mein PC tatsächlich zerstöre, machen wir lieber für heute Ende. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr die Folge gefallen habt. Schaltet gerne ein Abo raus und checkt eins von diesen beiden Videos aus. Ich